Alexa, starte iHouse. Willkommen zu einem neuen iHouse-Tutorial. In dieser Folge zeigen wir dir, wie du deine IKEA-Drahtfreibeleuchtung mit Alexa steuern kannst. Lade dir dazu zuerst die iHouse-App herunter und folge den Anleitungen im Video. Alexa, vielen Dank für die Einleitung. Um iHouse, Alexa und deine IKEA-Drahtfreilampen funktionsbereit zu machen, muss zuerst das Heim-WLAN ausgewählt werden. Zusätzlich muss ein Gerät wie zum Beispiel das iPad in den Server-Modus versetzt werden, um 24/7 im Vordergrund zu laufen. Dieses Device muss bei dir zu Hause immer mit der geöffneten iOS-App laufen. Die Server-Funktion kann also ein beliebiges Android- oder iOS-Device übernehmen. Du benötigst also keine zusätzliche Zentrale oder Server-Hardware. Das alleine übernimmt die App. Nun lernen wir eine IKEA-Drahtfreilampe in iHouse ein. Erstelle dazu ein smartes Lichtlinkit. Das geht ganz einfach. Klicke im gewünschten Raum auf Plus hinzufügen und wähle dann im Linkit Store das smarte Lichtlinkit aus. Nun wird dein Netzwerk nach allen Lichtquellen durchsucht, die du zuvor in der herstellereigenen App konfiguriert hast. Hier können auch Philips Hue oder Osram Lightify Lampen auftauchen. Wähle jetzt die gewünschte Lichtquelle aus. Jetzt muss der QR-Code des IKEA-Gateways gescannt werden. Anschließend muss der Code noch gespeichert werden. Jetzt werden alle IKEA-Drahtfreilichter angezeigt. Wir wählen nun die IKEA Geo10 aus und das Lichtlinkit ist erstellt. Damit du mit Alexa deine Drahtfreilampen steuern kannst, musst du nun ein Summit, also eine Smart-Home-Szene, erstellen. Klicke dazu wieder auf Plus hinzufügen und anschließend auf Summit. Unter dem Menüfeld Dann kannst du nun Aktionen hinzufügen. Alle deine bereits eingelernten Linkits, also Geräte, werden hier aufgelistet. Wähle jetzt deine IKEA-Drahtfreilampe aus. Wähle unter Schalter den Button An und bestätige dies. Mit dem Pfeil oben links springst du nun wieder an den Menüpunkt zurück. Am Bildschirm angelangt, siehst du nun dein Summit. Dieses benennen wir jetzt um. Tippe und halte das Summit. So kommst du in die Detailansicht. Unter Konfigurieren änderst du den Namen. Tippe hier zum Beispiel IKEA an ein und gehe wieder zurück zum Homebildschirm. Wenn du jetzt im Raum auf Konfigurieren drückst, kannst du dein Summit nach Belieben größer ziehen oder verschieben. Um die IKEA-Lampen per Alexa wieder auszuschalten, muss ein weiteres Summit erstellt werden. Der Schalter muss nun aber auf Ausgestellt werden. Das Summit kannst du beispielsweise IKEA aus nennen. So, fertig. Geh nun in die Alexa-App, aktiviere in der Rubrik Smart Home das iHouse-Skill und lass Alexa deine Geräte finden. Deine beiden Summits werden dann von Alexa gefunden. Mit dem Befehl Alexa, starte Szene IKEA an oder Alexa, starte Szene IKEA aus, kannst du nun deine IKEA-Drahtfreilampen mit Alexa steuern. Besuche uns auf iHouse.de, um weitere Ideen für dein Smart Home zu bekommen. Die iHouse-App integriert mittlerweile eine Reihe von Geräten und es werden ständig mehr. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit der iHouse Smart Home App.